Yo, hallo Leute und willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Zotr. Letztes Mal stehen geblieben hier vor Ganons Schloss, was irgendwie von nah betrachtet ziemlich klein aussieht. Oder? Bilde ich mir das nur ein? Ja, wie dem auch sei. Jetzt gehen wir rein und stellen uns den Gefahren. Denn ganz allein schnappe ich ihn mir. Denn ich kenne die Gefahr. Ja. Oh. Wartet mal. Wir können einfach hier durch. Okay. Wartet mal kurz. Wir können einfach Ganondorf besiegen. Einfach so. Das ist ja irgendwie lahm. Komm. Damit der Part nicht zu kurz ist, machen wir mal ein bisschen hier. Machen wir ein paar Aufgaben von hier. Nicht, dass das quasi für umsonst war. So. Weil hier gibt es ja auch noch ein paar Truhen, die wir absnacken können. Zum Beispiel hier aus Ganons Schloss kriegen wir ja normalerweise die goldenen Handschuhe. So. Oh, Bombenschuss brauchen wir hier. Oh. Komm, gib mir eine Truhe. Hate. So. Gib mir Bombschuss. Oder Bikor. Oh, noch eine Niete. Alter, wir sind am Ende des Spiels und du gibst mir noch eine Niete. Alter. So. Wow. Noch einmal. So. Trifft er? Nee, wahrscheinlich. Doch, trifft er, Gott sei Dank. Uhu. So. Da packe ich mal die Bombschuss weg, bevor ich die aus Versehen einsetze. Oh, Feuerfall, okay. Hier braucht man nochmal alle Items. Im Ganons Schloss. So. Ach komm. Ernsthaft. So. Dudum. Noch einer? Ja, war ja klar. Zack. Und zack. Dudum. Das war der richtige. Boah, bei Master Quest war das ja richtig unfair. Da war hinter diesem Zeichen eine Sonne. Dudum. Nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Tschüss. Oh, ich muss aufpassen wegen meiner Energieleiste, ne? Wenn ich zu wenig Energie habe. Hä? Ist hier keine Sonne? Diese komisches Ding, was ich kaputt machen muss? Okay. Anscheinend nicht. Das ist irgendwie langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Das habe ich, glaube ich, aus Versehen am Anfang eingestellt, dass ich direkt zu Ganon kann. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, hier. Das ist der einzige Ort, wo man diese scheiß Handschuhe braucht, ey. Und um die Feder zu öffnen, aber ja. Die hätte uns im Originalspiel nur verstärkte Herzen gegeben. Quasi, dass wir doppelt Leben haben. Aber sonst braucht man die Scheiße für gar nichts. Okay. So viele Kisten hier. Alter. Jetzt bin ich gespannt. So. Zack. Da ist noch einer. So. Alter, so viele Kisten, Leute. Hier könnten wir das große losziehen, ey. Was kriegen wir? Herzteil? Und? Alter, wie viele gibt's von den Scheißviechern? So. Ein Schlüssel? Okay, den brauchen wir, um weiter hier zu kommen. Was kriegen wir hier? Okay, 15 Herzteile haben wir jetzt. Was kriegen wir jetzt? Ach komm, muss das sein?
wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, müsste immer im... Also müsste das jetzt der 25. Part sein und wir müssten jetzt 25 blaue Rubine haben. Und auch im 24. Part war das so, dass wir 24 Rubine hatten. Oh, okay, ja. Letztes Upgrade für unseren Bogen bekommen. Oh, sag bloß hier... Ich hoffe, wir kriegen hier einen Schlüssel. Wenn wir das Lied jetzt spielen. Okay. Ich gucke gerade auf meine Liste. Also auf den Item-Tracker. Wir haben alle Upgrades außer die verlängerte Energieleiste. Shit. Okay, hier müssen wir weg. Oder gibt es hier vielleicht noch eine unsichtbare Truhe? Okay, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir erstmal raus hier. Und weiter. Auf zum Feuerort. Brauchen wir unsere Rüstung? Ach komm, ich wollte meine Weiße anlassen. Hier brauchen wir auch die... Am besten die... Die Schwebestiefel. Weil hier weiß ich, bin ich früher immer oft gestorben. Genau deswegen, ey. Weil das Feuer einen direkt killt, ey. Ich glaub's nicht. Also die Lava unten am Boden. Das regt so auf. So, schnell hoch mit dir. So, alle Rubine hier sammeln. Das ist mein... Diesen Part hasse ich. Also mag ich am wenigsten von den ganzen Parts hier. So. Jetzt auch. Das ist auch der einer der... Es gibt zwei Orte, wo man die Handschuhe braucht. Einmal für diesen Heiligtempel da von eben. Und diesen Ort hier. Genau für diese Stelle. Es gibt zwei Steine im Spiel, die man damit wegschleudern muss, damit man das Spiel fertig macht. Also durchspielen kann. Alter! Man kann den nicht töten, während man Nein! Und natürlich müssen wir alle wieder sammeln, ey. Leck mich doch, ey. Drecksspiel. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Okay, das war jetzt witzig. Das war jetzt witzig, ey. Oh Mann, ey. Dreck. Oh nein, nein. Ich warte lieber noch mal kurz. So. So. Schön abwarten. Geduld. Kann ich darüber? Nee, wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Zack. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hoch mit dir, Link. Nicht mit Link, mit dem Stein. So. Und weg damit. Butz. Zack. Komm schon. Jetzt. Alter! Erschreck mich nicht so. Dich töte ich. Einfach aus Sicherheit. Weil du hässlich bist. So. Okay. Hier werde ich auf jeden Fall die normalen Schuhe anziehen. Denn diese Sliding-Stiefel sind kacke. Yeah. Diddle-diddle-diddle-dim. Hopp. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy shit. War das schon immer so? Wie meine ich das jetzt? Von da, glaube ich. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Plattform runtergeht. Da komme ich nicht ran.
Das muss ich von ihr machen. Hä, singt die nur mit den normalen Stiefeln? Krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, warum gehe ich hier überhaupt rein, ey? Das, ich weiß doch quasi, dass hier nichts ist. Ja. Also habe ich den ganzen Scheiß hier für nichts gemacht. Na toll, ey. Okay. Nächsten Raum. So. Wie viele Minuten? 10 Minuten nehmen wir auf. Ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall der letzte Part sein, Leute. Das wird der letzte Part sein. Auch wenn ich dann Überlänge mache. Aber das wird dann der letzte Part sein. Wartet mal kurz. Einmal Feuerpfeile. Und so. Zack. Verdammt, hier hätte ich auch vorher hingehen können. Bossschlüssel. Oh, stimmt. Stimmt, das mussten wir ja machen. Für den Boss-Key, sonst hätten wir Ganondorf gar nicht besiegen können. Beziehungsweise zu Ganondorf reingehen können. Krass, okay. Also dann ist es ja voll gut, dass ich hier reingegangen bin. Ey, nee, 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 nee. Ey, komm, warum? Manche sterben von euch direkt, wenn ich das einsetze. Diesen Schildstich. Okay, anscheinend muss ich hier nochmal. Nochmal die Fackel aktivieren, damit ich rüberkomme. So. Zack. Nein, 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 nein! Diese Drecksstiefel! Ach komm, als ob, man! Boah, kotzt mich das an. Als ob ich hier gleich noch grüne Potion brauche, ey. Jetzt einfach durchsliden, Link. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Das war stylermäßig von mir. Heya! So, und da ist irgendwas Cooles drin, komm. Da, 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 da. Ein Schlüssel. Wie cool. Jetzt brauche ich nochmal den Hammer. Du bist Hammer. So, da ist der Hammer. So. Diddlediddlediddl. Warte, brauche ich. Muss ich da jetzt überhaupt hingehen? Weil da ist ja jetzt, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Da ist ja diese. Genau. Aber ich will hier mir. Energie abholen. So, das heißt, ich habe jetzt einen Schlüssel. Warte mal, wenn ich mich jetzt umbringe, bin ich dann am Anfang oder jetzt hier, wo ich rausgekommen bin? Ah, natürlich bin ich hier. Oh, ist das ätzend, ey. So, hier. Schön. Abkürzen. Oh, raus hier. Wow, das war knapp. Ach komm, wieso stirbst du nicht? Ich verstehe das nicht, Leute. Komme ich da hin? Mit dem Enterhaken? Nice. Es funktioniert. Und dann so wieder rauskommen. Nice. So. Jetzt einmal nochmal. Oh ne, jetzt wieder mit dem Schieberätsel hier, ne? Zack, zack. Und was noch? Hier. So. Ey, nicht laggen. Spiel. Tu mir das nicht an. Oh. Das sind ja noch diese Eisviecher. Ich nehme mal lieber zwei Flaschen mit. Also mit dem Feuer. Nicht mich einpusten, habe ich gesagt.
Macht er das zweimal, ey. So, und jetzt haut er ab. Voll die Pussy, ey. Wo bist du? Komm raus. Trau dich. Da bist du, du Hässlichkeit. So. Und, was ist hier? Pfeile, dankeschön. Für nichts. Und hier ist was drin? Bomben, dankeschön. Für nichts. So, einmal hier auftauen bitte. Ich nehme lieber noch eine Flasche mit, weil ich weiß, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was da... Alter, dieses blaue Feuer. Zack. Diese Spitzen da oben, ey. Als ob die mal nachwachsen. Ich glaube, hier war gar nichts mehr, oder? Warte mal, da oben war irgendwas. Vielleicht komme ich da hoch. Wenn ich da... Okay, das funktioniert nicht. Vielleicht mit meinen normalen Schuhen. Mal probieren. Mal speichern. Okay, es funktioniert nicht. Dann schieben wir dich da mal weg. Weil ich will wissen, was da oben ist. Wie mache ich das? Genau. Ich weiß wie. Und zwar so. 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 Dann nochmal von dieser Seite hier schieben. Den kleinen Bottle da wegmachen. Und so. Dann gehen wir da nochmal hoch. Tauen das auf. Und holen unseren Hammer raus. Nee, das mache ich gleich. So. Auftauen. Plopp. So. Jetzt holen wir unseren Hammer. Tauschen das für die Flasche. Zack. Eine Minute, ja, ist gut. So. Jetzt öffnet sich die Tür da. Und wir haben es geschafft. Selbst jetzt läuft die Zeit noch weiter. Richtig unverschämt. Aber hier ist, glaube ich, auch Endstation, ne? Ja, hier ist auch Endstation. Bisschen Energie noch. Ja, nice. Gut. Da haben wir die Stelle hier auch erledigt. Hopp. Da gehen wir da hoch. Zack. Schieberätsel sind kacke. Ich mag die nicht. Auch bei Pokémon habe ich die gehasst. Da gab es ja auch immer in den Eisarenen diese Schieberätsel. Okay, das sind nicht wirklich Schieberätsel, aber... Gab es hier noch ein... Gab es hier überhaupt was? Ja, ich glaube, hier gab es was. Oh, ja, den Wolf gab es natürlich. Au! Na komm, zeig, was du kannst. Tschüss. Oh, hier gab es wirklich was. Und? Es ist... ein Herzteil, wow. So, bevor wir hier den Feuerinferno einsetzen. Zuerst das Schwierige. Und dann das Einfache. Weil die Fackeln gehen nach einer Zeit aus, wenn man die nicht alle anhat. Deswegen erst zuerst das da oben, weil da muss man ein bisschen zielen. Und das wäre blöd, wenn ich das nicht getroffen hätte. Okay, hier ist... nichts? Ne, hier ist nichts. Hier brauchen wir nicht hin. Ich glaube, das war's dann für die ganzen Dinger hier. Weil da hinten wäre auch nur noch diese Stelle. Und beim Lichtteil, da wo wir den Schlüssel brauchen, da war auch dahinter nur diese Stelle quasi. Jetzt nämlich, Leute, jetzt geht's ab. Oh yeah. Macht euch auf was gefasst. Jetzt geht's ab. Stirb. Alter. Das ist so einfach mit den doppelten Herzen quasi. Alter, jetzt...
Was ist mit dir? Warum bist du so gut? Komm. Yeah. Weiter geht's. So, nächste Etage. Die Musik ist auch richtig geil. Die wird auch immer lauter. Diese Orgel. Ich finde das so super. Ganondorf kann Orgel spielen, ne? Könnt ihr das glauben? So. Hier wäre nämlich der Schlüssel drin gewesen. Der Boss-Key. So. Wie auch im Waldtempel. Erstmal Schaden machen. Allen gleichzeitig. Zack. Und jetzt bist du dran. Komm. Easy. Diddlililden. So, und was ist hier drin? Pikoron-Schwert? Oh, dreckiges Herz. Ich will keiner. Ich glaube, wir werden nie erfahren, wo das Pikoron-Schwert ist. Oder das Kokiri-Schwert. Na? Vielleicht auch im Trainingslager Lager der Gerudos. Okay, erstmal den Weißen. Weil nicht alle auf einmal triggern. So, der nächste. Boah, Alter, das habe ich kommen sehen. Das habe ich kommen sehen. Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. Easy. Schon mal vorstellen. Hey! Ich weiß, die kann man noch nicht öffnen, Navi. So. Hier braucht man nämlich... Hier hätte man den Masterschlüssel gebraucht, den wir gefunden haben, aber komischerweise nicht. Alter, wo ist denn hier Energie? Als ob hier keine Energie ist. Dann heul ich. Wieso ist hier keine Energie? Gott sei Dank, ey. Boah. Ich brauche Energie, um Ganondorf zu killen. So. Swoop. Zack. So, Leute. Seid ihr bereit? Ganondorf wartet auf uns. Und wir werden ihm keine Minute Pause mehr gönnen. Diesem elenden, hässlichen Gerudo-Freak. Tschüss, Navi. Hey! Ja, okay, es ist gut jetzt. Ganondorf. Es ist soweit, Leute. Jetzt heißt es wieder Tennis spielen. Genau wie mit Phantom Ganon. Ruhig! Komm schon. Lass dich treffen. Und? Alter, der ist gut. Jetzt aber. Ich will das lieber mit den Schwebestiefeln machen. Schön stechen in seinen Anus. Oh ja, darauf steht er. Ha, ja, du sagst es, Ganondorf. Hui. Tennis spielen macht so Spaß. Na? Lässt du dich treffen? Alter, jetzt lass dich mal treffen, Junge. Boah, der ist richtig gut, der Typ. Guckt euch den an, ey. Der lässt nicht locker. Stich in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. So, okay. Ich glaube, das wird das letzte Mal sein. Guckt euch den Umhang von ihm an. Der ist schon richtig gedamaged.
bisschen zur Seite gehen, dass ich gleich direkt... Oh, Alter, das ging schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm schon, komm schon. Das war's doch jetzt. Jetzt aber, jetzt, komm. Alter. Jetzt muss aber mal Schluss sein. Guckt euch mal seinen Umhang an, ey. Langsam ist... Oh nein, er macht seinen Megaschlag. Nein! Ich wollte dem cool ausweichen, aber ich bin nicht cool, Leute. Jetzt muss ich extra hochklettern hier wieder. Das ist so blöd mit dem Schwebestiefeln, sich zu retten irgendwie. Also so an die Wand zu klettern quasi. Alter, nochmal? Okay, nee, diesmal bleibe ich auf den Plattformen. So, okay. Genug Plattformen in den Boden gerissen. Alter, als ob du das nochmal machst, Junge. Kann ich das eigentlich machen? Na, scheiße, ich darf meine Energie nicht verschwenden. Nein, Link! Oh, Gott sei Dank, Alter. Verdammte Scheiße, ey. Was mache ich hier gerade? Jetzt hätte ich gerne einen, eine Green Potion, ey. Ich glaube, das ist der letzte Fall. Mehr kann ich nicht rausholen. Gott sei Dank. Boah. Guck mal, wie das direkt alles auseinanderbricht, ey. Ohne Cutscene. Zack, direkt tot. Bam. Oh, wir müssen nicht mal runterlaufen. Ah, das feiere ich gerade richtig hart. Okay, ich hole schon mal meinen Hammer raus. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Aber die Schuhe ziehe ich auf jeden Fall wieder aus, weil die nerven richtig. Hier in dem Fight hätte ich gerne Bikurons Schwert gehabt. Weil der unser Schwert jetzt wegbombt. Ganon. Das finde ich geil, dass sie beim Endgegner noch die Schrift gelassen haben. Oh, mein Masterschwert. Habe ich das jetzt eigentlich noch? Weil theoretisch steckt es ja noch hinten drin jetzt. Da sieht man es sogar noch. Oh yeah. Okay, ich hab's nicht. Gut, das heißt, ich werde jetzt meine Rüstung an... Also meine Schuhe nochmal anziehen. Sein Schwanz ist seine Schwachstelle, nämlich. So. Dann einmal nach vorne rollen. Wieder zu seinem Schwanz. Nach vorne rollen. Zu seinem Schwanz. Na, komm runter. So. Wieder rollen. Wieder auf sein Prachtstück. Und immer wieder dasselbe. Alter! Okay, ich habe eine Fee, das ist gut. Weil der macht echt Schaden. So, Alter. Link. Alter. Alter. Das ist echt knapp. Hätte ich keine Fee. Warte, ich habe doch eine Fee, oder? Gott sei Dank, ich habe noch eine Fee. Gott sei Dank habe ich die Fee noch eingesammelt letztes Mal. Alter. Vergangenheits-Robert. Du warst genial. So, jetzt holen wir unser Masterschwert. Wo ist denn das? Schönes Stück. Da ist es doch. Oh yeah. Coole Sache. Auf geht's zur neuen Runde. Kleiner hässlicher Ganon! Wieder durch seine Beine rollen. Hä? Wieso hab ich jetzt keinen Schaden bekommen? Ich war doch so gut wie tot. Na? Komm schon! Komm schon, es ist der letzte Kampf! Oh, guck mal, ich habe schon wieder keinen Schaden bekommen. Komm schon.
Yeah, gleich haben wir ihn, Leute. Gleich haben wir ihn. Oh! Oh nein, ich bin tot. Just kidding, ich hab eine Fee. Hohoho! Wupp, 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 wupp. So. So. Gleich ist es soweit, Leute. Gleich haben wir den Ganon besiegt. Den Oberteufel. So, Leute. Seid ihr bereit, diese hässliche Schweinefresse zu eliminieren? Und zwar mit der Kraft von Zeldas Lichtmagie und der Kraft meines Masterschwerts werde ich diese Kreatur ins Reich der Schatten verbannen. Und zwar mit einem Sprungschlitz. Jo, ich würde mal sagen, das war Zelda, Ocarina of Time, Randomizer, weil hier kommt jetzt nichts weiteres als das Ende quasi und ja, das glaube ich braucht man sich jetzt nicht geben, da guckt man lieber jetzt, wenn ihr wirklich so auf Story und so Abfahrt, dann guckt mal, könnt ihr ja mein Master Quest Let's Play gucken vor was weiß ich wie vielen Jahren. Aber nur wenn ihr Bock habt. Curse you Zelda, curse you Sages, curse you Link. Oder Yorubai, ja gesagt. Someday when the seal is broken, that is when I will exterminate your descendants. Ich bin voll auf Drogen. As long as the Triforce of Power is in my hand. Jo. Mit weißer Rüstung, ey, Link. Du bist der Beste. Ey, wo sind deine Handschuhe? Die sind jetzt wieder normal. Bässlich. Komm schon. Ich will das Endbild haben. Jetzt müssen wir die Ocarina wiedergeben, ne? Bitch. Guck mal, wie traurig ist es. Lass mich doch einfach hier in der Zeit. Das habe ich nie verstanden. Warum lässt sie die nicht einfach in der Zeit? Dann können die da romantisch essen gehen. Weil guck mal, man sieht doch, dass sie was miteinander haben, ey. Thank you, Yorubai. Goodbye. So traurig. So, Leute. Das war The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's enorm Spaß gemacht, außer die paar Momente, wo ich nicht mehr weiter wusste. Aber nachher ist man immer glücklicher, wenn man dann was findet. Ich sag nur, Schwebestiefel. Die Gleitstiefel haben alles geändert. Die waren der letzte Schlüssel, sage ich mal, quasi, um das Spiel zu beenden. Hätten wir die Gleitstiefel nicht gefunden, hätten wir nichts machen können. Weil mit den Gleitstiefeln konnten wir
den Schattentempel fertig machen, da konnten wir den Feuertempel fertig machen. Oh, das war super. Wirklich, das hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ich hoffe so sehr, dass es euch auch gefallen hat. Und mit den Worten, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich beim nächsten Let's Play. Haut rein. Ciao, ciao, ciao.